Herzlich willkommen zu dem Kurs HTML und CSS Programmieren. Mein Name ist Frederik Weitz, ich führe euch durch diesen Kurs und jetzt vorerst ein letztes Mal schauen wir uns einen HTML-Befehl an und zwar in seiner Bedeutsamkeit, nicht in seiner optischen Aufhübschung. Also, das ist der Befehl mark, auch zu dem mark, das ist das Start-Tag, was ihr hier seht. Und es gibt dazu auch ein End-Tag natürlich, das umklammert dann einen bestimmten Textteil. Und hier geht es um eine besondere Bedeutung oder eine besondere Bedeutsamkeit oder etwas, was der besonderen Beachtung wert ist. Bitte bedenkt dabei, wenn ihr sagt, das ist der besonderen Beachtung wert, dass es auch darum geht, dem Betrachter von einer Webseite das auch visuell deutlich zu machen. So, und dazu benutzt man dann ja normalerweise und eigentlich auch wieder CSS-Befehle. Aber mark hat zum Beispiel ganz von sich aus eben auch eine grafische Markierung, die man natürlich nutzen kann. So, und die zeige ich euch jetzt nochmal schnell. So, ich gehe mal hier in unseren Clients, in unser Programmcode hinein und sage, gut, also hier diese, in dem Satz, ich habe noch nie HTML programmiert, möchte ich mal diese ganzen Formatierungen rauslöschen. Ich habe euch ja auch erklärt, dass das gar nicht so günstig ist, mit diesen alten HTML-Befehlen zu programmieren. Und ich setze hier mal mark hinein um das HTML, einfach damit ihr seht, so sieht das aus. So. Und ich speichere das Ganze ab und lasse mir das öffnen, und zwar in Firefox wieder. So, hier seht ihr noch die alte Version, jetzt lade ich das neu. Und jetzt seht ihr, mark hat ein sogenanntes Highlight, also hat das im Prinzip mit einer anderen Farbe unterstrichen, hier reingesetzt. So, das wird also durch eine Hintergrundfarbe wird das verändert. Und das könnt ihr natürlich dann auch beliebig anders machen. Ihr könnt zum Beispiel also mit dem Befehl style hier reingehen, sagen style ist gleich, Anführungsstriche auf und dann background color Doppelpunkt. Und na, das ist also background color ist unsere Property und dahinter steht dann ein Wert, ein value, wie man das dann im Englischen sagt. Und dann nehme ich mal die Farbe Lime. Also Limonengrün ist das oder so eine Art Limonengrün. Das sollte ganz gut passen. Und ich gehe wieder in meinen Internetbrowser hinein und so. Und jetzt ist hier irgendetwas passiert. Und ich muss mal gucken, was passiert ist. Ja, und ihr seht, also schaut euch das mal an. Das ist eben ganz witzig. Plötzlich verschwindet hier der Rest meines Satzes und hier der Rest wird grün gezeichnet. Vor allem das, beim Bild ist das auch ganz interessant. Was habe ich falsch gemacht? Ich habe hinter dem, der Definition für meinen Style, habe ich die Anführungsstriche, die das schließen, vergessen. So. Und dadurch wird der ganze restliche Text, der wird jetzt davon verändert. Und solche Sachen werden euch relativ häufig passieren, also solche kleinen Scheußlichkeiten. Und zeigen natürlich auch, man muss beim HTML-Programmieren manchmal ganz schön aufpassen. So, jetzt habe ich aber hier meine Anführungsstriche, die das schließen, gesetzt. Und wir gucken uns das an, wie das wirklich aussehen soll. Und hier seht ihr, ich habe einfach die Hintergrundfarbe verändert. Und ich kann natürlich auch jetzt noch mit CSS-Befehlen alles mögliche andere ändern. Und kann dadurch die Markierung nochmal ganz individuell gestalten. Wichtig ist aber, dass im Hintergrund eben tatsächlich das HTML, der HTML-Befehl Markierung bestehen bleibt. Und der zeigt eben auf eine besondere Bedeutsamkeit, meist auch eben auf eine individuelle Bedeutsamkeit. Das ist so ein bisschen ähnlich, wie wenn ihr euch in einem wichtigen oder in einem Text wichtige Stellen mit einem Marker unterstreicht und sagt, hier, da muss ich besonders aufpassen. Das macht ihr ja auch individuell. Gut,
Das war's für dieses Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Dann drückt mir bitte einen Daumen hoch und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und dann zeige ich euch ein bisschen, wie man sich oder so Anfänge, wie man sich eine Internetseite aufteilen kann, wie man mit sogenannten Blöcken umgeht. Und dann damit kehren wir dann auch wieder zu der grafischen Seite des Internets zurück. Bis dahin.